Es ist 3 Uhr. Zeit aufzustehen. Poppy, Catboy, Marshall, aufstehen. Ich bin ja schon wach. Ich komm, ich komm. Komm. Mulan, Kansas, aufwachen. Na los, steht auf. Oh, bin ich müde. Es ist Zeit, uns zu waschen. Wer ist als erstes dran? Ich. Oh. Juhu. Jetzt komm ich. Poppy, aus dem Weg. Ah, schnell weg. Juhu. Wir wollen zusammenspringen. Ja. Oh. Ich möchte da nicht runterrutschen. Kein Problem, Kansas. Ich helfe dir. Hup. Tauch unter. Oh, ist das erfrischend. Juhu. Jetzt ist es Zeit, rauszukommen. Wer ist als erstes dran? Du, Kansas. Schön abtrocknen. Als nächstes bist du dran, Catboy. Trocken. So, Masche, du bist an der Reihe. Und trocken. Malang, Poppy, jetzt seid ihr an der Reihe. Oh, ich fühle mich sauber. Jetzt müssen wir uns nur noch die Haare bürsten. Poppy, du bist als erstes dran. Oh, sind da viele Knoten dran. Oh. So, Kansas, jetzt du. So, fertig. Valeria, was spielen wir denn heute? Heute spielen wir Arzt und Ärztin. Oh ja, wir wollen spielen. Ich auch, wartet auf mich. Hallo, Frau Dr. McStuffins. Können Sie heute alle unsere Patienten untersuchen? Ja, ich habe Zeit, kein Problem. Lasst uns hinsetzen. Okay, ich gehe hier auf die Couch. Hier ist es gemütlich. Mal schauen, wer ist als erstes dran? Catboy. Na los, ich untersuche dich zuerst. Ich habe etwas Husten. Valeria, kannst du mir die Vitamine rüberreichen? Na klar, kein Problem. Lass uns mal schauen. Wir müssen dir einen Löffel von den Vitaminen geben. Warte, ich helfe dir. So, Catboy, mach den Mund auf. Die schmecken ja gar nicht so schlecht. So, und was ist dein Problem? Wo tut's dir weh? Meine Ohren tun mir ganz doll weh. Das müssen wir uns dann mal genauer anschauen. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Dreh dich zu mir. Hier ist alles okay. Und hier? Auch nicht schlimm. Für dein linkes Ohr gebe ich dir ein wenig Salbe. Dafür brauchen wir ein Wattestäbchen und die Salbe. Keine Sorge, Poppy, das tut gar nicht weh. Das kitzelt. So, zum nächsten Patienten. Und Marshall, was fehlt dir? Oh, mir tut meine Pfote weh. Ich habe ein Pflaster für deine Schramme. Keine Sorge, es tut nicht weh. Okay. Keine Sorge, ich helfe dir. Kansas, was fehlt dir? Oh, mir geht's gut. Lass uns trotzdem mal deine Temperatur messen. Dafür brauche ich meinen Thermometer. So, lass uns deine Temperatur messen. Um unsere Körpertemperatur zu messen, müssen wir eine Minute warten.
lass uns mal sehen. Und Frau Doktor, wie sieht's aus? Kansas, deine Temperatur ist super. Alles okay. Frau Doktor, können Sie bei mir einmal das Herz abhören? Ja, na klar. Valeria, kannst du mir das Stethoskop reichen? Natürlich, kein Problem. So, jetzt einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Alles hört sich super an. So, Freunde, ihr seid alle gesund. Wir sind fertig mit der Untersuchung. So, Freunde, ihr könnt jetzt spazieren gehen. Währenddessen bereite ich das Essen zu. Juhu! Warte auf mich! Oh, wow, schaut euch das an. Sucht euch ein Auto aus. Ich möchte das Blaue, denn ich bin auch blau. Oh, ich finde das Auto toll. Ich möchte den Jeep. Ich liebe Gelb. Oh, ich möchte den Traktor. Der ist super robust. Ich nehme den hier. Das ist sowieso der schnellste von allen. Super schnell. Mein Traktor hilft dir. Oh ja, bitte. Ich hab doch gesagt, mein Traktor ist super robust und stark. Oh, das hat Spaß gemacht. Ich hab aber Hunger. Lass uns was essen gehen. Ja, ja, essen. Heute kochen wir eine leckere Gemüsesuppe. Hier haben wir unser Gemüse, aber zuerst müssen wir es gründlich waschen. Für unsere Gemüsesuppe brauchen wir Wasser. Das müssen wir erstmal aufkochen. Jetzt fehlt nur noch unser Gemüse. Jetzt rühren wir unsere Suppe um. Mmh, das riecht schon lecker. So, jetzt brauchen wir unsere Schüsseln. 1, 2, 3, 4 und 5. Und jeder braucht natürlich einen Löffel. 1, 2, 3, 4 und 5. Unsere Suppe ist fertig. Hm, das riecht gut. Oh, das riecht ja gut. Oh, ist das lecker. Guten Appetit. Oh, ist das lecker. Poppy, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Okay, Mama. Danke, Valeria, für das Essen. Tschüss. Danke für das leckere Essen. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.